choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star. Kommt ein Glühwürmchen geflogen. Ja, guck mal hier, ne? In der letzten Folge haben wir ja das Glühwürmchen Banner und das Runemade Banner gespielt, ne? Und ja, wir sind mal am Laufen. Ich habe wieder ein paar Punkte gesammelt hier, ein paar Stellariade. Ich habe wieder so bei 1500, ne? Innerhalb von 3 Tagen, das ist gar nicht schlecht, ne? Und ja, ich habe auch ein bisschen von diesen ganzen Endgame-Klamotten hier gespielt, um ein paar anzusammeln. Wir sind hier, ich nehme gerade, weiß nicht, 3 Tage nach der letzten Aufnahme auf. Ich glaube am Dienstag, weil auch immer Banner zum ersten Mal rauskam. Da habe ich das letzte Mal aufgenommen. Und jetzt haben wir Freitag und ja, jetzt habe ich mittlerweile Glühwürmchen schon ein bisschen hochgelevelt. Ich zeige euch mal hier. Sie ist schon auf Level 80. Ja, weil ich hatte mehr als genug Erfahrungsbücher, um sie mehr als genug auf Level 80 hochzubringen. Also das hat nicht sehr lange gedauert. Dings hatten wir ja auch schon, deswegen musste ich da nichts machen. Hier habe ich ein bisschen gelevelt, aber dann habe ich gesehen, man, da ist schon wieder so ein blödes Event am Start. Ne? Und das Event ist erst wieder verfügbar, nachdem ich in der Story weiterspiele, was wir heute machen werden. Ne? Also das hier. Was mich schon wieder ein bisschen ankotzt, ne? Also, und die Sache ist, das ist meistens immer so, meistens wenn ein neuer Charakter rauskommt, dann kommt meistens immer ein Event und dann kriegt man Klamotten, um die Fähigkeiten der Charaktere hochzuleveln. Das hier zum Beispiel braucht man, um Glühwürmchens Skill hochzuleveln, ne? Das sind diese Pfade hier, die man ja weiter hochleveln muss, ne? Oder Spuren, ne? Diese Dinger hier, ne? Hier, da braucht man auch diese Dinger, ne? Und ja, ich habe schon ein bisschen davon gesammelt, aber und hier ein bisschen hochgelevelt. Aber dann ist das Event gestartet und ich habe mir gedacht, ah, verdammt, dann mache ich natürlich lieber erstmal das Event, ne, weil da kriege ich die ganzen Sachen mehr oder weniger umsonst, anstatt irgendwie Treibstoff dafür zu verbrauchen, weil Treibstoff ist hier diese Energie, die sich jeden Tag auflädt, die man nur begrenzt hat, ne, und ja. Also müssen wir, muss ich eher ihre Skills ein bisschen auf Eis legen im Moment, ne? So, Relikte habe ich das hier im Moment alles ausgerüstet, ne? Für die ganzen Pros, die kann ich ja mal gucken, ne? Mehr habe ich gerade nicht zur Verfügung. Finde ich ehrlich gesagt, ist nicht so schlecht, ne? Ich habe sie viel auf ein bisschen auf HP, ein bisschen auf Brucheffekt und so was drauf gepackt, ne? Und ja, ich habe sie schon so ein bisschen in den Endgame-Modus hier gespielt. Und ja, sie ist gar nicht mal schlecht, ne? Sie braucht viel Brucheffekt anscheinend, ne? Um stärker zu werden und ja, ich habe schon so mit ihr ein bisschen herum experimentiert und ja, ziemlich stark. Ich habe den Boss hier freigeschaltet, nämlich wir haben ja gegen Sonntag gekämpft, ne, in einigen Parts zuvor, und nachdem ich Sonntag erlegt hatte, habe ich ihn hier so als wöchentlichen Boss freigeschaltet, habe ich mir nämlich schon gedacht, und den kann man jetzt einmal in der Woche bekämpfen, bis zu 3-mal, und den musste besiegen, weil der hinterlässt irgendwie so Sachen, die man braucht, um Glühwürmchen Skills hochzuleveln oder um einige so erstmal freizuschalten. Deswegen musste ich den 3-mal bekämpfen, habe ich auch gemacht. War ziemlich schwierig, hat genauso lange gedauert wie vorher, nur halt, weiß nicht, ich bin mit dem gleichen Team eigentlich reingegangen, also mit meinem Hauptcharakter, mit Glühwürmchen und Fuschwan. Und ja, Glühwürmchen hat ganz schön gecarried, also sie war ein guter ja, Ersatz für wen auch immer ich damals hatte. Ich glaube, hat schon, ne? Ja, also sie ist ziemlich gut für diesen Kampf, ne, weil sie voll schnell die Gegner irgendwie zerbrechen kann, deren Ausdauer kaputt hauen kann, also das ist ziemlich krass. Und ja, aber im Moment lege ich mal ihre Klamotten alle auf Eis, ne, weil die Sachen kann ich alle umsonst bekommen, wenn ich ein Event spiele. Aber um das Event zu spielen, muss ich erstmal in der Story weitermachen. Und das machen wir jetzt. Und ja, Runemade bin ich als nächstes hier am Hochleveln. Habe ich auch schon auf Level 60 gebracht. Bei ihr habe ich noch nicht. Bei ihr muss ich jetzt auch die ganzen Sachen erstmal hier sammeln. Weil, wie gesagt, Glühwürmchen kann ich nicht. Ne? So, da kann ich sogar herstellen, sehe ich gerade. Ne, kann ich nicht.
Und ja, ich habe mir so ein bisschen vertraut gemacht, so wie alle funktionieren. Mit Welt weiß ich noch nicht genau, was ich anfangen soll. Ich habe den hier ein 3-Sterne-Ding gegeben, weil irgendwie gegen verlangsamte Gegner mehr Schaden macht. Sein Equipment habe ich auch noch nicht bereit. Hier habe ich, bin ich gerade auch dabei, hier hat Equipment hochzuleveln. Aber ich muss noch so ein bisschen testen. Also ja. Aber habe ich ja noch Zeit, ne? Wir haben jetzt Freitag, wie gesagt, ich nehme ja immer nur 2 Parts auf für das Wochenende. Das heißt, ich habe dann wieder eine Woche Zeit hier zu farmen, ne? Und das ganz langsam hier voranzutreiben, ne? Gut. So, das wäre dann eigentlich alles, was ich gemacht habe auf Screen. Ich habe so einige Quests, die ich noch hatte hier auf Screen gemacht, die noch übrig waren. Und keine Ahnung, ich mache die ganze Zeit hier diese ganzen Endgame-Sachen hier. Das sind hier, da ist irgendwie was Neues hinzugefügt worden. Habe ich auch schon so mal ein bisschen getackelt. Chaos-Erinnerungen, das sind sozusagen die ganzen Endgame-Modus hier, ne? Wo du irgendwie noch mehr stellare Jade und so was hier einsammeln kannst, ne? Und Erfahrungspunkte und all das Zeugs, ne? Also mehr Ressourcen. Da bin ich die ganze Zeit dran am Arbeiten, damit das hier noch beschleunigt wird mit dem Grinden, ne? Was ich ziemlich gut finde. Und ja, gut. Mehr ist eigentlich nicht passiert, ne? Juye! Juye, Xuye, ich nehme an Juye. Will ich mal heute auch mitnehmen, ne? Weil sie haben wir auch noch nicht gesehen. Boom. Sie habe ich vor Glühwürmchen ein bisschen hochtrainiert, hochgelevelt. Sie ist eigentlich komplett fertig, so. Sie hat ja jetzt komplette Idola, also müsste sie jetzt noch besser sein eigentlich als vorher. Und ja, ich wollte mal ein bisschen Abwechslung machen, ne? Außerdem ist dieses Lichtkegel ja voll gut für sie. Und ja, ich glaube irgendwie Brucheffekt ist irgendwie die neue Meta in diesem Spiel. Jetzt geht es alles hier nur noch um Brucheffekte, ne? Wie kaputt du die Gegner machen kannst, indem du deren Schilde kaputt haust und so. Weiß nicht. Mal schauen. So, wir kommen uns heute mal in der Story. Wir tun mal so ein bisschen gucken, was hier so passiert, ne? Und ja, was haben wir letztes Mal gesehen? Wir haben gesehen, dass Aventurin von Botel hier bedroht wurde, ne? Und ja, guck mal, was da losgeht, ne? So, Runmei und Welt können wir leider noch nicht sehen, die sind noch nicht hochgelevelt, ne? Aber bis zur nächsten Woche wird da schon irgendwas, weiß nicht, wir werden schon irgendwie schaffen, ne? Keine Ahnung, mal schauen. Ich habe auch keinen Treibstoff mehr. Ich habe extra alles weggeballert hier. Das ist hier, ich könnte auch hier Stellariade benutzen, aber nein. Hallo, ich mache schon mal Gacha. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Ich habe da ist nur eine Quest hinzu. Ich habe extra mal bei Wikipedia nachgeguckt, um zu gucken, wie lang das hier ist. Nicht, dass ich mir irgendwie Stress mache, aber ich habe gesehen, dass nur eine Quest, eine Hauptstory-Quest hier, die gerade zur Verfügung steht, die hinzugefügt wurde. Okay. Hatten wir überhaupt irgendwie so ein Epilog? Träume ich? Hatten wir überhaupt so ein Epilog so beim letzten Mal? Was passiert ist nach dem Kampf mit Sonntag? Oder sind wir jetzt gerade raus ausgewacht, aufgewacht? Wo sind die anderen? Nette Mädchen. Gegen Sonntag hier aufs Spiel noch mal gekämpft wöchentlich. Den seine Angriffe sind alle, haben alle deutschen Namen. Also nicht alle, aber der hat irgendwie so ein, wenn er in seine letzte Phase geht, so am Ende des Tages war, am Ende Tag. Nee, was war das? Am Ende kam die Wahrheit oder so? Oder am Ende des Tages kam die Wahrheit oder irgendwie sowas hieß das, glaube ich. Nicht so auf Englisch, ich spiele auf Englisch auf Screen.
これからファミリーの貴重席号で開かれる重要な会談に証人として出席する予定なんだ。あとはあんただけだから早く支度して。準備ができたら出発しよう。Also wir scheinen echt vom Pinakuni hier wegzugehen, ne? Langsam. Bereite ich auf die Reise vor. Außer wir sind schon wieder in so einem Traum. Ne? Das geht mir ja schon wieder so zu schnell voran, irgendwie gerade. Was ist hier schon wieder los? Oh, die beiden sehen. Passen irgendwie voll so zusammen. Das hier? Ich dachte, die hat schon über den nächsten Planeten oder so geredet. So, wir müssen nach Lumina oder Lumine. Das ist die Hauptcharakterin aus Genshin Impact. Die weibliche Schwester. So, ah, guck mal, wer da ist. Ah, Silberwolf. Best Girl. Haben wir die schon mal gesehen, wenn das Let's Play? その質問、ここに来たばかりの時もしてきたよね。確かあの時の答えはノーだった。でもいろいろなことが起こった今、あなたは結構それを気に入ってるように思える。それでもやっぱり忠告しておく。あなたはまだハウンド家の指名手配リストに載ってるから、あまり目立たない方がいい。 今回写真に写ってるのはサムじゃなくてホタルだしね。なかなか珍しい体験なんじゃない？うん。そうだね。カフカの言葉を借りれば、これも私の人生の欠けてる部分なのかも。でも自由に行動できないのは不便だな。銀河、手を貸してくれない？ そう来ると思った。安心して。もう手は打ってあるから。システムをハッキングして、すべての痕跡を消したんだ。でも目立つことはしないように。ホタルのことを知ってる警備員に近づくのもダメ。それだけ守れば。ありがとう。 しまして、サミュエルさん。この決め結構好きかも。ピノコニーでの任務は終わったわけだけど、この後の自由時間は何する予定なの？天才クラブの人たちも来てるらしいから、一緒に。うん、あ、ウンメイ、アウヒアラン。知ってると思うけど、私の。あ、マインディ、ドクター、ドクターレイシオ。 Moment. Okay, ich dachte, das Skript war falsch geschrieben. Finde ich gut, wenn man so Interaktionen von den Stellaron-Jägern hier haben. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe jeden einzelnen Stellaron-Jäger bisher. Ich habe Kafka, Blade, Silberwolf und Glühwürmchen. Ich kann wahrscheinlich ein Team mit denen bilden jetzt. Ist schon auch irgendwie eine Errungenschaft oder so, ne? Ich hoffe, wir haben irgendwie also. Wir tun zwar mit Silberwolf irgendwann zusammen. Shopping Center, wir spielen sie echt jetzt, ne?
で、綺麗なアクセサリーとか気に入ってくれると思う？例えばヘアアクセとかブローチとか。そういうのってもっと若い子向けだと思うけど、買うなら自分のために買ったら。あとジンが気をつけろって言ってた。多分ピノコニーには他にも誘惑があるって意味だと思う。 全く本当に遠回しな言い方するんだから。きっと親切心で言ってくれてるんだよね。心配しないで、銀の。私のことは分かってるでしょ。私は何もしない。ただ自分の足で歩き回って、もっとこの世界を感じたいだけ。あ、オークロールを買いに行こうかな。 Was hat sie eigentlich gemacht während des Kampfes mit Sonntag? もちろん脚本にはこんなこと書かれてない。でもね、私はもう自分で運命に新しい注釈を加えたの。トパーズ、はい。お疲れ様です、トパーズ総監。ファミリーの代表は今中で準備を進めておりまして。 ビッグボスもまだ到着しておりませんの。なんだ、今、ビシンツ、まず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 、ま
Seiner von Nambi? Der ist einfach da drin. Ich kann da rein. So. Verwirrung, ja. Ah, oh, cool. Kann man hier so ein Pool. Ja, weil das, wenn ich hier so einen kleinen Charakter nehme, wie bei Elo. Das ist mir übrigens auch letztens aufgefallen. Ich glaube, die Macher des Spiels haben irgendwie kein Interesse mehr, kleinere Charaktere einzufügen, ne? Also, das ist auch so wie ein Genshin, ne? Du hast ja immer so Charaktere mit verschiedenen Körperstaturen, ne? Du hast irgendwie so mittelgroße Ladies, ne? Dann hast du so kleinere Ladies, dann hast du große Ladies, ne? Dann hast du große Männer, dann hast du normal große Männer, oder? Ist ja genauso. Ne, du hast ganz große Männer, dann hast du stattliche Männer, dann hast du kleine Männer. Das ist, glaube ich, auch nur einer bisher, ne? Ne, er. Hier, Arlen. Ne? Oder er. Ja, Misha. Aber dann gibt es noch ganz kleine Mädels, ne? Das sind hier sie und Baylo. Ja, Baylo. Aber das sind bisher die einzigen. Und die beiden sind schon seit Release draußen, ne? Also vor über einem Jahr. Und seitdem wurde noch kein einziger kleiner Charakter irgendwie hinzugefügt. Also ich glaube, die haben diese Idee irgendwie über Bord geworfen. Irgendwie so, weil so kleine Mädchen hier noch reinzupacken in das Spiel, ne? Weiß nicht wieso. Weil sie nicht so schwer zu programmieren oder so, keine Ahnung. So. Hier. Oh. Was ist los? Truhe, ich wollte schon sagen. Sind wir Nombi mal in Action? Oder Conti? Ne, Conti ist er. Ah, hier gibt es wieder Vögel. Zerren, da habe ich letztens mal eine Nebenquest gemacht, irgendwie. Wer die Vögel in ihrem früheren Leben waren. Du hast mich gefunden, Piep. Glückwunsch, du Glücklicher. Willkommen beim magischen Stand auf der Feldspat Lumina. Hier verkaufe ich nur edle Stücke aus meiner exklusiven Kollektion. Nur wer das Glück hat, diesen Ort zu finden, bekommt die Gelegenheit, bei mir einzukaufen. Hm? Was höre ich da? Magische Wären zu verkaufen, Piep. Nur solange der Vorrat reicht. Nur für Kinder von erlesenen Geschmack. Alle anderen können gleich weitergehen. Federn zu verkaufen, nur für Wahlkenner. Hm? Wo sind meine Federn? Oh nein, wie peinlich. Ich habe die Schwanzfedern vergessen. Piep. Tut mir leid, dass du umsonst gekommen bist. Wenn du mich nun entschuldigen willst, ich muss zurück und sie finden. So, okay. Das heißt wieder hier Vögel finden. Ne? Kann ich machen. In ein paar Tagen kommt übrigens wieder so ein neues MiHoYo-Spiel raus. Zenless Zone Zero hieß das, glaube ich. Habe ich langsam auch so mein Auge. Ich hab's gewusst, ich habe da gerade was gesehen. Da habe ich nämlich auch schon lange irgendwie mein Auge drauf. Da werde ich vielleicht auch mal anspielen am ersten Tag, wenn es rauskommt. Piep, hallo, das ist eine besondere Fitnessübung für Vögel, nennt sich Horizontkopfstand. Wenn man auf dem Kopf steht, verbessert das die Blutversorgung des Gehirns, steigert die Gelenkkraft und sorgt für einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn. Vielleicht tut mein Knopf irgendwie nicht reagieren, aber was ist hier los? Du brauchst nur den richtigen Winkel, Piep. Wer lernt, auf dem Kopf stehen, auf dem Kopf stehend durchs Leben zu gehen, wird die Welt aus einer völlig neuen Perspektive sehen. Auf dem Kopf. Aus diesem Blickwinkel sehe ich alles wie aus einer emsigen. Aus diesem Blickwinkel sehen alle aus wie emsige kleine Sterne. Komisch. Wieso sehe ich wirbeln auf einmal so viele Sterne von meinen Augen herum? Das war's für die Beine. Jetzt kommt das Schnabeltraining. Ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen, schließt sich der Fitnessgruppe an und stellst dich mit mir auf den Kopf. Irgendwie tut mein Controller nicht reagieren, wenn ich manchmal drücke. Genau, und da habe ich irgendwie auch mein Auge drauf, wo ich mir eigentlich nicht leisten kann, noch ein Gacha-Spiel zu spielen. Ich sitze jetzt hier schon jeden Tag hier an Honkai Star Rail und Genshin. Genshin dauert immer am längsten. Honkai Star Rail, das ist immer eine Arbeit von so 10, 15 Minuten. Ne? Man geht einfach irgendwo rein, man hat ja Auto-Battle und all sowas. Ne? Das kannst du einfach automatisch machen, aber bei Genshin dauert das immer eine Stunde oder so, bis du mit den ganzen täglichen Sachen hier fertig bist. Ne? Und dann jetzt noch so ein Gacha-Spiel zu spielen, ich weiß nicht. Aber ich guck's mir mal an. Ja, vielleicht wird es mir auch keinen Spaß machen, so wie Honkai Impact Third. Weil die Charaktere sehen jetzt noch nicht so interessant aus. Da gab es auch irgendwie so ein anderes Spiel, das letztens rausgekommen ist. Wuthering. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wuthering Waves. Das ist irgendwie so hochgehypt worden als der Genshin Killer. Und dann habe ich mir mal angeschaut, so der Gameplay und die Charaktere. Und das tut mich gar nicht reizen. Also, ich finde, die Charaktere sehen alle gleich aus. Die haben alle schwarz
Die tragen alles schwarz und weiß und die sehen mir nicht bunt genug aus irgendwie. Und Zenless Zone Zero fängt auch so ein bisschen so an, so auszusehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich gucke mir halt jedenfalls mal an. Ich dort an Day One mal irgendwie was aufnehmen. Ob ich da irgendwie was aufnehme oder ich das überhaupt spiele, weiß nicht. Aber ich guck's mir mal an. So hat er nämlich mit Honkai Star Rail auch angefangen. Ich habe Honkai Star Rail gar nicht so verfolgt, als das irgendwie bevor er rausgekommen ist. Dann habe ich irgendwann so zufällig gehört, so, oh, da kommt ein neues Spiel raus von MiHoYo, den Macher von Genshin Impact. Und dann habe ich irgendwie, so ein oder zwei Tage nur vorher, bevor das Spiel rausgekommen ist, mitbekommen. Und ich suche mal so einen Vogel hier noch. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so, okay, tu es halt mal runterladen, ne? Für PC, tu es mal anspielen, guck mal, wie das so ist, ne? Und ja, hat mir Spaß gemacht und jetzt bin ich hier. Also so könnte Dings auch hier enden, ne? Zenless Zone Zero. Aber Wuthering Waves tut mich überhaupt nicht reizen. Also ich finde, die Charaktere sind alle... Das sieht so gräulich und so farblos irgendwie aus. Irgendwie, weiß ich nicht. Das Gameplay sieht ein bisschen aus wie Genshin, wo du irgendwie schießen kannst, glaube ich, oder so. Da verwechsel ich da gerade was. Aber da tut mich irgendwie nicht so reizen. Da tut mich gar nicht reizen, so. Zenless Zone Zero schon so ein bisschen ehrlicher, eher irgendwie so. Das glaube ich auch, das Spiel ist, glaube ich, ein Traum für Furries, weil da irgendwie, du hast da irgendwie so einen Wolfstypen, du hast irgendwie so ein Bär-Typen, also du hast auch so Furry-Charaktere und also. Ich habe mir irgendwie so einen Trailer von diesem Wolf-Typen irgendwie mal angeschaut und der Top-Kommentar war natürlich irgendwie so, oh, das Internet wird bestimmt voll normal sein für diesen Typen. Also ja. So, kein Vogel hier irgendwo. Truhe. Also ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das Gameplay so aussieht. Ich tue mir halt ehrlich gesagt nur mal anschauen, weil es von MiHoYo ist. Einfach mal reinschnuppern, wie es so ist, ne? Also könnt ihr vielleicht auch mal irgendwie in der nächsten Woche, ich glaube in 6 Tagen kommt das Spiel raus oder so. Ich habe mich mal irgendwann vorregistriert. Ich weiß aber nicht, ob da irgendwie was draus geworden ist oder so. Ob ich da noch irgendwas machen musste oder so. Ich habe davon irgendwie nichts gehört oder so. Aber okay. Ich werde es definitiv einmal anschauen. Vielleicht wird es ja daraus nichts wie mit Honkai Impact Third, weil dann hat mir gar nicht gefallen. Aber wahrscheinlich war das Spiel schon so weit. Das Spiel kam ja vor 3-4 Jahren raus oder so. Ich habe erst vor ungefähr einem halben Jahr oder so mal ausprobiert oder ein Jahr oder so. Und da war einfach viel zu viel Inhalt. Ich wusste einfach nicht, wo ich da anfangen soll. Da hat mich irgendwie überfordert. Conti ein Pommes-Eis zu werfen. Conti verschlingt das Pommes-Eis und schnauft dann zufrieden. So. Diese Schweinchen, also was hier Conti ist, das ist auch so eine Gegnerart, die man hier. Das sind so seltene Gegner, die man erledigen muss, um Schätze zu bekommen. Deswegen haben irgendwie Leute, irgendwie durchgedreht, als sie zum ersten Mal Topaz gesehen haben, dass die irgendwie so ein kleines Haustier hat. So, ich höre irgendwo ein Vogel, glaube ich. Hier ist ein Vogel, aber das ist nicht so einer. Man, jetzt halte ich hier extra die Augen offen. Ach so, Vögel und ich finde ja nichts. Ja, das ist noch eine Tür, ne? Ja, ich hoffe, Karte gesehen. So, ist ehrlich gesagt nicht schlecht, dass ich hier die ganze Zeit Truhen finde, weil die geben Erfahrungspunkte und die Erfahrungspunkte brauche ich für Rune May und Welt. Von daher. No, guck mal hier. Ich habe da gerade wie gerecht. Die Beleuchtung auf der Bühne ist so hell. Warum starren mich alle an? Ich kann keinen Zaubertrick, also kann ich irgendjemand anders übernehmen? Hilfe, ich habe gerade gezittert. Warum starren mich alle an? Habe ich meine Uhrzeiger etwa falsch herum angezogen? Okay. Es geht der Horror wieder los, ne? Nein, warte, ich glaube, das ist schon richtig. Wie komme ich da hin? So bestimmt, ne?
Ich würde natürlich wieder nicht um so einen Meter nicht reichen. Vielleicht so, ja. Dann so, ja, komm mal. Warte mal, da war doch gerade ein Weg irgendwo. Da. Guck mal hier. Dreck. Okay, vielleicht nicht so. Doch, irgendwie muss das so. Das sieht aber auch nicht so aus, als würde das irgendwie richtig sein. Nein, komm. Naja, sieht nicht richtig aus. So, nein, nicht das Ding, bitte. Naja, das Ding auf der anderen Seite. Boah, da wird hier wieder Ewigkeiten dauern, ne? So, warte, so. Nee. Hab ich doch gerade schon. Boah. Nee, so. Boah. Ich will die ganze Zeit da unten. Unten rechts wollte ich das machen. Ah. Boah, geht immer noch weiter. Nee, warte mal. So. Dann so. Ha. Okay. Mir ist nämlich aufgefallen, meistens ist das gar nicht so weit entfernt von der letzten Phase, die man hier gebaut hat. So, mach einfach weg. Ich habe schon wieder aus Versehen weggedrückt, weil irgendwie mein Controller, der X-Knopf irgendwie nicht, weiß nicht, was da los ist. Okay. Hm, 18. Okay. Hey, was geht? Ja. Das ist Sparkle. Ich wollte schon sagen, warum ist die Stimme so komisch von dem? Ja, was ist eigentlich damit passiert hier? Das muss doch auch noch irgendwie einen Grund haben, ne? Diese Knöpfe. Wir tun uns hier die ganze Zeit teasen hier mit Sparkle. Ich sag nicht irgendwie am Ende. Das hat ja gar nichts damit zu tun, oder so. Weil den Superboss hier haben wir schon erledigt und so. Auf diesem Planeten habe ich doch Gefühl. Achso, hier geht's nochmal weiter. Ja, als ob niemand hier aus trotzdem die drücken würde. Hat denn noch niemand versucht drauf zu drücken? Das stelle ich mir sehr unwahrscheinlich vor. Da draußen gibt es immer irgendeinen Idioten, der trotzdem macht. Das ist nicht sehr realistisch, wenn ihr über unsere Welt redet. Alles klar, Sparkle. Okay, Sparkle ist hier, aber was hat es mit ihr auf sich? Ist sie später noch irgendwann wichtig?
Vielleicht jetzt irgendwann, wir müssen sie auf den nächsten Planeten verfolgen oder so, keine Ahnung. Otti Alfalfa, haben wir den Namen nicht letztens? Ich meine, Otti ist ein sehr bekannter Charakter in Honkai Impact Third. Das ist irgendwie so ein Wissenschaftler oder so, der sehr wichtig. Ich glaube, der hat einige Charaktere in dem Spiel erschaffen oder so. Ich blick da sowieso nicht ganz durch. Die Hauptcharakterin ist so eine Silberhaarige oder so eine Weißhaarige. Aber die hat eine Tante, die sieht genauso aus wie sie, nur jünger. Dann gibt's, das ist genau wie die Fate-Serie. Von jedem Charakter gibt es irgendwie 5 verschiedene Versionen in dem Spiel. Ein weiterer Grund, warum ich mich mit dem Spiel nicht anfreunden konnte, ist, ich blick da nämlich gar nicht durch. Dann gab es irgendwie so eine Vampir-Version von den Hauptcharakter oder so, keine Ahnung. Die war ziemlich heiß. Aber ja, weiß nicht. Ich habe versucht, die zu pullen, aber irgendwie, du kriegst irgendwie gar nichts so an diesen Tickets oder Stellariade oder so. Und die Gacha in dem Spiel kostet irgendwie voll viel. Irgendwie. Ich kam irgendwie nur zu ein oder zweimal irgendwie die Gacha zu spielen und ich habe irgendwie, weil nicht, einen Monat oder irgendwie so gespielt. Das ist ziemlich krass gewesen da. Wir machen immer noch das Harmoniefest. ファミリーの緊急事態に対処しながら自分の影響力も強められる。まさに一石二鳥。さすが伝説の大物だね。伝説の。説明してくれてありがとう。じゃあ、私は。よ、あ、見て、オッケー、パス。だから、その、 gibt's einen Typen namens Otti. Otti Lee, Otti Lee. Wie gut kennt er sich mit Elefanten aus? また人材奨励部? 内部監査、一体いつまでやるつもり？今は大事なプロジェクトを抱えてて、君たちの相手をしてる暇はないの。やり色の案件なら、私の処理方法はちゃんと上層部の決議を経てる。プロジェクトのログと通話記録は全部残ってるから。だから、だから、トップスフォーゲステルト。 Weil erstmal, als wir Topaz getroffen haben in dem Spiel, ist, da war sie eine Schuldeneintreiberin, weil der zweite Planet, der Schneeplanet, irgendwie in Schulden hatte bei der IFK. Oh. Jade, sehen wir sie zum ersten Mal. Oh, Katzin.部門にとってはいい商売だった。久しぶりね、エレナちゃん。ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。何かトラブル？何でも言って。昔のようにね。ジェイドさん、お久しぶりですね。 Und ich weiß, die ganze Fandom wird einfach durchdrehen, sobald die zum ersten Mal die treffen, ne? 相変わらず堅苦しいのね。上下関係なんて抜きにして、ただの同僚だと思ってちょうだい。余計な継承は省いていいわ。例えば、さんとか。Ich komme ja keine Honkai-Star-Will Let's Player oder Streamer oder so an, aber ich weiß, jede Person, sobald sie treffen, sind am Durchdrehen. Währenddessen sitze ich hier, ich bin voll kalt. Ich bin eiskalt. Zugino Kosho
Ich weiß, ich sage das jedes Mal und jedes Mal liege ich falsch, aber die Stimme kommt mir auch schon wieder bekannt vor. Ich google das jetzt mal. Honkai Star Rail. Keine Sorge, ich gucke nebenbei. Jade Voice Actor, Japanese. そして大きな声では言えない、もう一つの理由は、ルーさんの投資の効果について、ある信号を捉えることができるということ。五大クラントといえど、調和の歌で歌われているほど、一枚岩ではないかもしれないというね。調和の影響が骨の髄まで浸透していない限り、個人の欲望は常に存在する。 Boah, Hancock. Sie ist Boah Hancock. Wollte schon sagen, diesmal habe ich nicht geehrt. Und sie ist hier Sailor Moon. Wusste ich gar nicht, dass er auch die gleiche Stimme ist. Ja. Diesmal habe ich nicht geehrt, ja. Diesmal habe ich die Stimme wieder erkannt. Ich habe zwar die nicht erkannt, aber ich habe. Sie kam mir bekannt vor. Okay, solange ich nicht dieses blöde Minispiel machen muss, so wie in Genshin Impact, wo du mal so zu einer Schlussfolgerung kommen musst oder so, kein Problem. Zuhören bin ich Meister in diesem Spiel. Ich nehme zwar nicht jede Information auf, aber... Aber ich habe keine Wahl, als hier zuzuhören, weil die Cutscenes sind immer so lange. さあ、お仕事の時間よ。気合を入れて、そのお偉い脇役に会いに行きましょう。私たちの目的は、カンパニーがピノコニーに進出するための機会を作ること。それを忘れないで。 Sie hat fast die gleiche Jacke an wie Topaz. Die hat auch so Karo-Muster, nur in Blau, habe ich gerade gesehen. Sehr cool. Aber Aventurin auch? Soll ich mal gucken, ne? So, ich habe letztens gesagt. Mir ist aufgefallen, es gibt nicht so viele Schildcharaktere oder ich benutze nicht so viele Schildcharaktere. Ich weiß auch jetzt warum. Weil es nur 4 Stück gibt. Es gibt nur 4 Schildcharaktere. Es gibt nur einen 4-Sterne-Schildcharakter, welcher März ist, ne? So. Nee, der hat nicht so eine Karo-Jacke. Schade. Gamuna, die müssen mal mehr Schildcharaktere reinpacken. Ich weiß gar nicht, was die Jade ist. Ich glaube, sie ist. Gelehrsamkeit, Erudition, ja. Glaube ich. Und ich glaube, dieses Tänzermädchen, was auch irgendwann rauskommt, ist glaube ich, Zerstörung. Ich glaube, die ist Zerstörung normal, so wie Clara. Und dieser Fuchsjunge, habe ich keine Ahnung. Also ja, wir brauchen mal mehr Schildcharaktere, ne? Da muss die neue Meta sein, ja. Es gibt echt nur 4 Schildcharaktere. Kann man aber, ich nicht so viele benutze, weil es kaum welche gibt. Okay, das ist nicht der Design, was ich erwartet hätte. Ich habe gedacht, da wäre so ein langhaariger Blonde, so wie der eine Typ hier, den ich letztens gezeigt habe. Ich glaube, da ist Autist, ne? Keine Ahnung. Oder
oder Otto, ne, Otto, das ich komme da nicht klar. Ich komme mit der Lore des Spiels nicht klar. So. Also ein kleinen Zwergenmann hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, oh, ich sehe ein Puzzle irgendwo. What? Ich glaube, wir haben jetzt hier irgendwie besser. Dann wird hier besser. Was? Hier oben ist das. Ist das hinter der Tür? Ah, dahinter ist das. Da komme ich nicht hin. Hier mal den Rest kann ich hier erkunden, wenn ich hier mit meinem Hauptcharakter rumrenne, ne? Irgendwann. Da. Oh, okay. Wir sollten von hier aus sein. Alles klar. Sitzanimation. こちらの不手際のせいで外で長らくお待たせしてしまいましたかな。そんなことありませんわ、オーディさん。こうしてお会いできて光栄です。ご存知ないかもしれませんが、オーディアルファルファ電は戦略投資部に入った社員の必読書なんですよ。何しろあなたは 一人でピノコニーの経済システムを支える。レジェンドですから。さすがは戦略投資部の銃の責任。お二人とも話術に長けているようだ。私は賢い人と話す。さん、さん、文筆が素晴らしい。形式的なことや表面的なことは。そう、こうめし、ファンタリーで。早速本題に入りましょう。今回。 こうしてカンパニーの代表を船に招いたわけですが、私が何について話し合いたいのか、お二人も見当がついているのでは。私はNPC-Charakter ね。ピノコニーの未来。私の推測は。でも、これはピノコニーの未来。それについて話し合いたいのでしょう。いかにも一発で当てて。それはそのボムルタイプ。 シンプルなことは。ここに来なかった金髪の若者を例にとってみましょうか。彼は大変な労力を費やして自らの命すら危険にさらしました。一体何のために？それはカンパニーがアスデナという旨味のある場所を 再び手に入れるきっかけを作るためではないのですか。ビジネス界で15白期にもわたって積み上げてきた経験と知恵はやはり本物ですね。オーディさん、あなたの今の推測が真実だとして、そのカンパニーの一手にどのように対応されるおつもりで。 あなたは素晴らしく肝が据わっていますな、ジェイドさん。さぞや多くの場数を踏んできたのでしょう。しかしピノコニーのことはまだ十分に理解されていないようだ。貪欲な狼たちを前に座して死を待つつもりはありませんぞ。 Ah, ist eine Drohung. Dozo, zuzukete kudasai. Dewa, tantou chokunyu ni iimashou. Konkai seishiki na kaidan no mai ni o futari to au koto ni shita no wa Pinokoni o kippari akirameru you senryak toushibu o settoku suru tame desu. ここで手を引けば、あなたたちも対面を保てる。そして大きな交渉のテーブルでカンパニーの面目を失うこともない。P45の幹部が無教の中で襲撃され、命を落としかけた以上、カンパニーとしてはそれを見過ごすことはできません。さらに調和セレモニー期間中の騒動。 一般人のピノコニーに対する信用はかつてないほどまでに下がっています。あなたがいくら強硬な姿勢を取ろうと
現実的な問題は依然として存在している。違いますか？Wir tun einfach öffentlich Sonntag hängen, dann sind wir alle froh. この危機に私がどう対処するか知りたいですか？ 構いません。教えて差し上げましょう。ピノコニーは私の手によって大きな一歩を踏み出す。さあ、宇宙で自主上場するのです。自主上場？それはつまり、カンパニーを介さずに全宇宙に向けて株式公開するということですか？ Wir machen diesen Traum global. Infinite Tsukuyomi. この銀河にいる志ある者は今日から誰でも夢の地の株主になれる。これが私の貫く調和の道なのです。 この改革はもっと早くに行われるべきだったのですが、秩序にとらわれた奥家は融通が効かなくてね。その名の通り、木のように硬直した彼らの思考は私のような老いぼれにも及びません。彼の前足でベンテ、おかげで。 Ich mag zwar alt sein, aber ich habe immer noch Eleganz. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein großer Erfolg, nachdem was alles hier passiert ist letztens, ne? Ah, alle Leute wären beinahe für ewig eingeschlafen. Nur schlagt ihr zu. ピンチはチャンスでもある。あなたはずっと待っていたのですね。ピノコニーが再び人々の注目の的になるその時を。この機会を利用して、ピノコニーが南極を乗り越えられたとしたら、後からカンパニーが介入しようとしたところで、私たちの一挙手一投足は多くの人の目にさらされることになる。 ジェイドさん、あなたは本当に私の電気を熟読しているようだ。では、次の一手はどうすればいいのか、よく考えてみてください。ここまで膨大な情報となると、消化するのにも少し時間がかかりますね。オーディさん、 階段の前半戦はここまでにしましょう。少しの間、トパーズと2人で協議させてください。その後改めてカンパニーを代表して返答させていただければと思います。<笑>もちろん構いませんとも。どうぞご自由になさってください。 Okay, so wieder zurück. Du sanke na Company to kaidan wo. Hey Welt. Ano Company no shisha kara no joufou da. Kare wa keishiki teki na mono da to itte ita. Ma muri mo nai daro. Ima no Pinokuni wa katsute no henkyou no kangoku no you da kara na. Soto de wa minshou ya ginga no seiryoku ga koshi tantan to neratte ite. Uchi de wa chitsujou no kage ga suimen ka de ugomei te iru. 副杯に敵を抱えるよりも一歩引いてカンパニーを交渉のテーブルに招いた方がいい。表向きは協力としているが、実際には自分たちが生き残るための
調和が完全なる被害者だとは思わない。どんな理由であれ、彼らは事態を静かに収束させたいと強く願っている。それを考えると、その理由には何か裏があるのではと疑わざるを得ない。ファミリーかカンパニーのどちらかが完全にピノコニーの実権を握ることになれば、ここはまた道楽にまみれた美しい夢に戻るだろう。そうなれば、過去の七死人の努力はまたしても水の泡になってしまう。ああ、来たか。よく休めたか。ぐっすり寝ていたから邪魔しないでおいたぞ。Lass uns weitermachen, wo wir aufgehört haben. Der Traum ist erfüllt. Montorl-Königreich Familie hat die Gerüchte über den Wind gehört und hat sich sofort in die Kontrolle der Situation gestellt. Die meisten der Mitglieder haben ihr Bewusstsein verloren. Also die Leute von der Zhang Yao Lofu sind gar nicht hier aufgetaucht, ne? So wie in den Traum, ne? Sie hat dann haben gar nicht den Knopf gedrückt. Heißt, wir haben immer noch den Dings. Was ist mit Sonntag? それ以上のことはファミリーも明かそうとしない。結局一般の人は調和セレモニーは悪の勢力に襲撃されてファミリーは美しい夢を守る責任を果たさなかったとしか思ってないからファミリーの信用はガタ落ちしてるってことだよね。事実とは違うけど影響を最小限に抑えられたとは言えるのかも。結局のところ、誰が覚醒してて、誰が寝たふりしてるのかわからない。彼らは途方に暮れると目を覚まして、危険が去るとまた夢の中に戻るんだよ。開拓の輝きを3倍。あんたたちに敬意を表して。Bei ihr haben sich einige Leute beschwert, dass sie nicht spielbar ist. Weil einige Leute sie voll cool finden. So, hallo nochmal. Noch ungefähr 5 Updates. Wir sind noch am Anfang der Version, wir sind noch 2.3. Sind noch 0, sind noch 7 Versionen bis zur nächsten. Deswegen bin ich so verwirrt, dass er auf einmal schneit, oh, wir müssen ja weg vom Pinakuni. Wir sind jetzt bei 2.3. Bei 3.0 müsste ja erstmal ein neuer Planet kommen, ne? Der neueste. それでいて唯一無二であるべきだ。だってあの英雄たちを記念するためのものなんだから。地下に眠る七死人。そしてギャラガーも。 Ja, was ist mit ihnen eigentlich passiert? Ich kann mich gar nicht erinnern. La Messe Latte. Perspektive gewechselt. So, dann würde ich sagen. So, sprich mit Plauder mit der Mitgliederung der Besatzung. So, hier kann man sich ein Getränk mischen. Ne, da gab es da mal irgendwie dieses Event. Ne, da kann man, glaube ich, ja immer noch. Ne, Latte. So, ja, ich muss immer noch weiter. Fremde in einer anderen Welt muss ich machen. So, ich drücke unten links. Auf Wiedersehen, Pinakuni. Fluss und Rückkehr. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt. Und Vitali. Ich nehme an, ich kann nicht zu diesem Luftschiff hin. Ne, nee, sieht nicht so aus. Obwohl, vielleicht oben. Weil, nee, ich habe gedacht, halt in der Realität ist, ne, deswegen, da war ja eine Realität, oder? Na gut. Okay, ja. Gab's halt keine Kämpfe, zum Glück. Glühwürmchen, ich bin jetzt noch nicht fertig, ne? Also, sieht so fertig wie möglich, aber naja. Vielleicht habe ich bis dahin ja noch irgendwie andere Charaktere ja hochgelevelt, ne? Gut. Gut. Haben wir wieder ein bisschen die Story fortgeführt und beim nächsten Mal geht es dann weiter und wir machen weiter hier auf Pinakuni. Funk. Vielleicht wird das ein etwas ruhiges Kapitel, ne? Weil irgendwie weiß nicht,
seit dem Update wurden irgendwie keine neuen Monster und so hinzugefügt, ne? Das ist irgendwie, das lässt mich irgendwie so darauf stimmen, hier bei feindlichen Geschöpfen ist nichts dazu gekommen, ne? Was bedeutet, dass uns wahrscheinlich keine Bosse oder irgendwie sowas erwarten, ne? In dieser Mission, in dieser Story-Mission. Was vielleicht bedeutet, vielleicht muss ich gar nicht so oft kämpfen, ne? Das würde die Sache ein bisschen vereinfachen. Aber ja, gut. Ist mir recht. Ich sage, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Honkai Star Rail. Ne? Vielleicht durch mal irgendwie so mitten in der Woche was hochladen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mir was einfallen. Je nachdem, wie schnell ich das hier mit dem Grinden fertig mache. Ne? Ob ich das schaffe überhaupt. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.